Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist ein weiteres Video zum PvP aus dem Spiel Guild Wars 2. Ich hoffe, ihr habt euch bereits das erste Video angesehen. Ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, entweder bei uns in der Playliste vorbeizuschauen oder auf dem Hauptkanal oder sonst irgendwo. Müsste eigentlich aber auch überall verlinkt sein, dass man das nicht übersehen kann. In dem, wie bereits jetzt angesprochenen Video, bin ich mehr darauf eingegangen, was PvP allgemein angeht. Habe da einige essentielle Fehler gemacht, für die ich mich nochmal entschuldigen möchte. Unter anderem, dass mit den Arenen, dass es halt nur eine einzige Arena gibt. Ist halt natürlich falsch und noch einige andere kleinere Sachen, aber egal. Und jetzt möchte ich halt, nachdem ich im ersten Video über das allgemeine PvP gesprochen habe, jetzt eher über das spezifische PvP mit dem Ingenieur sprechen. Denn die Klasse ist ziemlich interessant zu spielen und ich denke, man kann da einige, naja, vielleicht besondere Bemerkungen hier an dieser Stelle anführen. Das Ganze ist, wie gesagt, aus meiner persönlichen Sicht. Ich habe null Erfahrung mit PvP in Guild Wars allgemein. Ich habe Guild Wars 1 nie gespielt. Ich glaube, ich habe es ein paar Mal nur gesehen. Also absoluter Neuling, was das angeht. Aber es war vielleicht auch mal ziemlich gut, so das Ganze mal aus den Augen von jemand zu betrachten, der sonst nur WoW, SWTOR, Terra, Warhammer und so weiter kennt. Vielleicht nicht unbedingt ein riesen Fanboy ist von Guild Wars 2, auch in das Spiel der Hammer ist, sondern einfach nur das Ganze sich mal nüchtern anguckt. Wie gesagt, ich bin eigentlich mehr oder weniger dafür bekannt, meine offene und ehrliche Meinung zu sagen. Eigentlich ungefiltert und ohne irgendwelche bunten Lollipops da dran. Und mal schauen, wir fangen einfach mal an. Was ist die Besonderheit am Ingenieur? Erstmal, wir fangen an mit dem PvP, wir bekommen unser Equip. Das Equip, man kann sich natürlich zahlreiche andere Equip-Sachen dazu kaufen, Waffen und so weiter, aber die Standardwaffe, die man hat, ist die Schrotflinte. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Schrotflinte eigentlich die Waffe ist, mit der man entweder den Ingenieur spielen sollte, oder dass es die leichteste Waffe ist mit dem Ingenieur. So oder so ist es die Waffe, mit der man eigentlich dann Ingenieur als Anfänger spielen sollte, denn entweder ist es die leichteste Waffe und dann macht es Sinn, damit anzufangen, oder es ist eigentlich die Standardwaffe und dann macht es Sinn, sofort die Standardwaffe zu lernen. Also so oder so, ich gehe jetzt eigentlich nur auf Schrotflintenoption ein. Man kann natürlich noch mit anderen Waffen das Ganze spielen, Schild, Pistole, bla bla bla, blub blub blub, ist eigentlich alles Wurst. Nur Schrotflinte. Also Schrotflinte ist sehr interessant. Das Problem ist am Ingenieur folgendes. Ingenieur ist eine Klasse, die eigentlich darauf basiert, mit den Turrets zu arbeiten. Das heißt, man muss seine Turrets platzieren. Man ist sonst wirklich nur darauf angewiesen, dass man die Umgebung manipuliert. Ist jetzt keine Klasse, die insbesondere irgendwas machen kann, wie halt durch die Gegend laufen, um dort Leuten weh zu tun. Das ist jetzt kein Mesmer zum Beispiel. Das ist auch kein Elementmagier. Das ist nichts in der Hinsicht, dass man sagt, oh, yo, der kann jetzt roam, der kann versuchen, dies und das zu machen. Ist eher jemand, der auf seiner Position beharren sollte. Und das sorgt gleichzeitig für Verwirrung, als auch eigentlich für eine ziemlich positive Seite. Denn ich beschränke mich jetzt eigentlich nur auf die Arena, die ihr jetzt hier auch sehen könnt. Nämlich die erste, die man sofort ausgewählt hatte, standardisiert. Wie gesagt, für die zweite war ich ein wenig zu blöd, um die auszuwählen. Das heißt also, falls man sich das Ganze in der ersten Arena betrachtet, muss man hier Punkte halten, also verschiedene Positionen. Man kennt das aus Ego-Shootern ansonsten, wo man halt Positionen verteidigen muss. Und man muss halt diese Position tappen und dann bekommt man dafür halt entsprechend Punkte. Kennt man auch von SWTOR bei dem Schlachtfeld um Alderaan, wo man halt auch bestimmte Punkte halten muss. Es gibt insgesamt 3 Stück und in der Regel ist es so, dass jede Seite halt einen hat und in der Mitte, in diesem riesen Glockenturm, wird halt gekämpft um die Position. Und da entscheidet sich eigentlich wirklich, welche Klasse für was gedacht ist. Denn meiner persönlichen Meinung nach ist der Ingenieur keine Klasse, die direkten Schaden macht. Könnt ihr auch sehen, falls ihr euch hier auf der rechten Seite auf die Killsanzeige fokussiert, dann steht da eigentlich nie, dass ich irgendwen getötet habe. Und falls ihr euch mal auf die Schadenzahlen fokussiert, dann mache ich nicht allzu viel Schaden. Das liegt daran, dass, wie ich bereits erwähnt habe, der Ingenieur keine Klasse ist, die reinrennt. Das heißt, ich muss immer wieder meine Turrets positionieren, ich muss versuchen, das Schlachtfeld zu manipulieren zu meinem Gunsten. Das heißt, ich bin nicht so beweglich wie andere. Andere Klassen haben den essentiellen Vorteil, dass sie einfach sagen können, yo, ich renne los. Ich muss meine Turrets aufstellen, sie dann entweder zerstören, dann habe ich wieder einen Cooldown, oder sie halt reparieren und so weiter und so fort. Ich bin statisch. Macht den Nachteil, dass ich, wie gesagt, statisch bin, aber den Vorteil, ich kann gut verteidigen. Das heißt also, wenn ich weiß, dass Gegner zu mir hinkommen, kann ich mich auf sie einstellen. Kann ich meine Turrets zu verschiedenen Positionen bringen und verschiedene andere Dinge machen. Das heißt, ich habe
da mehr oder weniger den Plan oder ich weiß, was ich tun sollte. Ich weiß, in welche Richtung ich mich bewegen sollte. Was also im Endeffekt von Vorteil ist. Was auf gar keinen Fall von Vorteil ist, ist halt eben an dieser Sache, dass ich, wie gesagt, starr bin. Das heißt, ich bin an einem Punkt festgenagelt, bis ich mich halt entscheide, zum anderen zu gehen. Angenommen, dieser Punkt wird jetzt überrannt von vier Gegnern. Und ich stehe alleine da. Alle anderen Klassen könnten jetzt sagen, okay, gut, tschüss, ich renn weg, das war's, auf Wiedersehen, Arrivederci. Und rennen dann weg, warten dann, bis Verstärkung ankommt und gehen dann wieder rein. Angenommen, die Verstärkung ist nur 10 Sekunden hinter einem. Dann geht man weg und geht wieder hin. Ingenieur kann das nicht. Ingenieur ist wirklich starr an diesem Punkt festgebunden, denn sobald man weggeht, auch nur für 10 Sekunden, um abzuwarten, bis die Verstärkung kommt, damit es wieder 4 gegen 4 ist, sind die Turrets tot. Man braucht dann wieder Zeit, um Turrets wieder hinzustellen. Die haben Cooldown, die haben dies und das. Und selbst mit Turrets, selbst wenn alle Turrets schießen, ist man immer noch nicht die Damage-Granate. Man hat Heal-Turrets, das heißt, man kann AOE-Support liefern, man kann den Heal-Turret überlagern, damit er einmal explodiert, einmal gut Heilung macht. Aber im Endeffekt ist das alles so, dass mir persönlich der Eindruck gekommen ist, dass der Ingenieur auf keinen Fall eine Kampfklasse ist. Im PvP. Das ist keine Klasse, die vorne steht. Eine Klasse, die hinten steht, den Support macht, versucht an strategisch wichtigen Punkten auch diese Punkte zu verteidigen. Was allerdings nicht heißt, dass die alleine auch die Punkte verteidigen können. Was, wie gesagt, sehr interessant ist eigentlich. Falls ihr das Ganze mal überlegt bei anderen Spielen, angenommen WoW, egal welche Klasse man nimmt, egal was, jede Klasse kann Schaden machen. Und jede Klasse macht auch gut Schaden. Es gibt für jede Klasse eine Build, mit der man Schaden macht. Nehmt den Lola, über den alle immer gelacht haben. Der kann auch Schaden machen. Ja, der kann. Und der kann auch im One-on-One ziemlich viel was reißen. Einfach weil er nicht stirbt und man einen Dosenöffner braucht, um zu töten. Selbst im PvP, falls man sich mal überlegt, zum Beispiel bei SWTOR, selbst da im PvP kann jede Klasse gut Schaden machen. Manche, die sind offensichtlich stärker, manche sind offensichtlich schwächer, aber selbst da gar kein Problem. Warhammer auch. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, denn es ist so, dass jede Klasse natürlich Schaden machen kann, aber noch keine einzige Klasse wurde komplett erforscht. Also das Wochenende müsste ich auch überlegen. Ihr sehen könnt, niemand hat Plan, was er tun soll. Jeder spielt das auf den Grundlagen, die er vielleicht von Guild Wars 1 kennt, falls er Glück hat, oder auf der Grundlage von MMOs wie WoW, Warhammer und so weiter und so fort. Das heißt, man ist hier nicht wirklich darauf fokussiert, das Richtige zu tun. Man ist hier einfach darauf fokussiert, einfach nur lustige bunte Zahlen über seinen Kopf schweben zu sehen. Deswegen kann es auch gut möglich sein, dass ich als Ingenieur mich komplett falsch spiele. Vielleicht war das komplett falsch, was ich gemacht habe. Kann sein. Und das ist wahrscheinlich auch so. Ich hatte keinen Plan, was ich tun soll. Ich meine, das PvE und PvP ist ganz anders. Vor allem mit dem Ingenieur. Das heißt, dass man sich zweimal überlegen muss, was man im PvP macht. Und es kann keiner einfach so von einem erwarten, dass man sofort weiß. Das ist unmöglich. Der Trick dann ist also zu wissen, welche Rolle erfüllt mein Scheiningenieur im PvP. Allgemein habe ich das jetzt ein bisschen beschrieben, die verteidigende, die defensive Rolle, die Supporterrolle. Und sobald er angegriffen wird, ist mir persönlich aufgefallen, er hat ziemlich wenig, um zu entkommen. Alle anderen haben irgendeine Möglichkeit zu entkommen, wegzuspringen, dies und jenes zu machen. Das Einzige, was der Scheiningenieur hat, ist, er kann mit einer Werkzeugkiste seine Turrets reparieren, indem er seinen Schraubenschlüssel wirft, oder zusätzlich noch andere Spells und und. Er hat also gewisse Dinge, um sein Areal mehr zu verteidigen, um seine Turrets am Leben zu halten. Aber mir persönlich kommt es eher so vor, als wäre der Ingenieur nicht darauf fokussiert, Schaden zu machen. Als wäre der Ingenieur nicht so aufgebaut, dass er versucht, gegen den Gegner frontal zu kämpfen. Also er muss nicht Schaden machen. Selbst mit den Turrets macht er trotzdem weniger Schaden als manche andere Klassen. Was mich dazu bringt zu denken, dass man mit dem Ingenieur anders spielen sollte. Wie genau, kann ich mir noch nicht vorstellen. Sicherlich verteidigend, aber selbst wenn man verteidigt, muss man immer noch Schaden machen. Aber der Schadensoutput vom Ingenieur, wie ich den erlebt habe, wie ich den gespielt habe, war einfach viel zu schlecht. Und ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nur daran liegt, dass ich keinen Schaden gemacht habe, weil ich schlecht bin, oder dass der allgemein keinen Schaden macht. Es kann sein, dass der noch nicht wirklich gefixt genug war, weil es ist nun mal eine Beta. Und vielleicht müssen wir noch einige Zahlen ändern. Mir kommt es aber so vor, als würde der generell keinen Schaden machen. Vielleicht muss man den halt auch anders spielen, aber wie ihr hier in den ganzen Szenen sehen könnt, ich mache kaum was. Ich versuche die ganze Zeit irgendeinen Gegner zu vernichten, aber ich habe mehr Spells, vor allem mit der Schrotflinte, auf die ich mich halt hier konzentrieren möchte, um Statusveränderungen hinzuzufügen. Ich kann Gegner netzen, am Weglaufen hindern, dies, jenes, schocken und und.
Das heißt, ich bin eigentlich eher dafür gedacht, dass ich versuche, das Schlachtfeld zu manipulieren. Was ich halt ohnehin schon tun sollte. Das heißt, ich sollte weniger versuchen, Schaden zu machen, sondern mehr versuchen, meinen Verbündeten eher dabei zu helfen, ihre Gegner zu töten. Das heißt also, falls ich sehe, ein anderer läuft weg, muss ich ihn netzen. Falls ich sehe, ein anderer macht irgendwas anderes, muss ich ihn schocken. Und. Ich sollte mich lieber nicht auf meine bunten, lustigen Zahlen konzentrieren. Es scheint mir ein wenig merkwürdig, denn ich kann nicht heilen, wirklich stark. Ich habe einen Heil-Turret, aber der heilt nicht wirklich viel. Ich kann nicht wirklich viel Zustandsveränderung machen. Ich weiß nicht, wie die Rolle eines Ingenieurs aussehen soll. Vielleicht könnt ihr es mir sagen. Aber meine persönliche Meinung ist, der Chai-Ingenieur nicht ganz ausgereift ist, beziehungsweise es sehr schwierig ist, für den eine geeignete Rolle zu finden, falls man das aus den Augen des Oldschool-MMO-Stils sieht. Im Oldschool-MMO-Stil hatte jede Klasse eine klar definierte Aufgabe, auf die man dann im Endeffekt geschissen hat und einfach nur Schaden gemacht hat. Flamed mich, wie ihr wollt, das ist so. Keine Sau hat sich in einem normalen PvP, damit meine ich nicht Arena, damit meine ich unorganisierte Spiele von jämmerlichen Kacknoobs, keine Sau hat sich da auf irgendeinen Scheiß konzentriert wie, oh, ich bin Priester, ich sollte heilen. Jeder wollte die Zompf-Goll-Crits haben. Ist auch nichts Verwerfliches bei. Jeder möchte Schaden machen, jeder möchte seine Klasse so spielen, wie sie spielen will. Und ich gebe zu, die Zompf-Goll-Crits rauszuhauen macht einfach mehr Spaß. Als Challenger hat man diese Möglichkeit nicht, egal wie rum man es probiert. Ich habe es wirklich probiert, wie ihr sehen könnt. Ich bin schlecht. Ich habe probiert, Zompf-Goll-Crits zu machen. Ich mache keinen Schaden. Also muss man denn anders spielen? Was mir persönlich den Eindruck gibt, dass Challenger relativ schlecht sein wird für Anfänger. Also Leute, die einfach nur zocken wollen, nach dem Motto, ich bin Anfänger, ich habe keinen Plan, ich spiele dieses Spiel einmal in der Woche, am Wochenende mit Kollegen. Für diese Leute wird der Ingenieur nicht geeignet sein. Denn sie werden hier keine Zompf-Goll-Crits sehen. Sie können hier auch nicht sofort loslegen, um sich mit 20 Mann anlegen, wie man zum Beispiel mit dem, Gott, wer ist da nochmal? Oh Gott, wer ist diese Klasse? Und, oh Gott, wer ist diese eine Klasse mit diesem, dieser Defense-Klasse? Gott, ich komme gerade nicht auf den Arm, aber ist egal. Ich werde hier wissen, was ich meine. Mit diesem Tanking halt. Ich vergesse dauernd irgendwas mit V, glaube ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es ist keine Tank-Klasse, wobei es in Guild Wars 2 ja auch keine Tanks gibt. Es ist auch keine reine Damage-Klasse. Es ist eine Klasse, die komplett anders ist, sodass es für Anfänger ungeeignet ist, denke ich. Was interessant ist am PvP, trotzdem von dem Char jetzt, nicht vom Ingenieur, sondern vom Char, ist die Animation, wie man jemanden finisht. Denn wie ihr es bei mir gesehen habt, falls ich jemanden töte oder falls mich irgendwer tötet, ist man nicht tot. Sondern man liegt dann am Boden, schnappt nach Luft und kann sich entweder selbst noch kurzzeitig heilen oder man kann versuchen, Schaden am Gegner zu machen. Man ist erst dann tot, wenn man entweder nochmal mit mehreren Schadensattacken dann niedergesteckt wird oder falls man sich vom Gegner hinstellt, F drückt und der dann Finisher macht. Und der vom Char ist einfach verdammt geil. Weil dann so richtig so mit dem Fuß ins Gesicht tritt, erinnert einen so ein bisschen an die Szene von American History X, wo der Edward Norton halt vor diesem einen Schwarzen steht und so beißt in den Bürgersteig. Er legt halt die Zähne auf den Bürgersteig und so BAM von hinten rein. Nicht, dass ich mich daran erfreue. Ich fand American History X war einer der geilsten Filme aller Zeiten, weil der richtig schön mit rechtsradikalen Thesen aufräumt und zeigt, dass Hass einfach nichts bringt. Also nicht damit jetzt irgendwelche grenzdebilen Vollidioten jetzt hier drunter posten, ich wäre Nazi. Und ich weiß, das werden manche tun, denn Idiotie ist leider unaufhaltbar. Aber egal. Im Endeffekt ist es so, dass, wie gesagt, Chai-Ingenieur sehr interessant ist, weswegen ich meine Videos auch eher zum Ingenieur mache. Das ist eine ganz andere Klasse, ich habe sowas noch nie erlebt. Als Krieger kann ich mir vorstellen, wie es geht. Ich kann mir vorstellen, wie das Ganze als Messmer geht. Ich habe gegen den gekämpft. Die machen alle Schaden, die können auch alle Schaden machen. Rolle des Ingenieurs, relativ unklar für mich. Was das Ganze sehr interessant macht, finde ich. Ich habe ansonsten vor, bei meinem nächsten Video mehr zum Dieb was zu machen, denn der war ein wenig frontaler. Das heißt, da konnte ich loslegen, da konnte ich auch Schaden machen. Und da möchte ich darüber ein bisschen was sagen. Das heißt, das nächste Video wird dann zum Dieb sein vom PvP. Dann hätte ich noch ein Video zum Challenger beim PvE-Leveln, wo ich einfach nur so ein bisschen was dazu erzähle. Wird aber, glaube ich, relativ kurz sein, denn ich habe einfach die Befürchtung, dass ich mich sonst immer wieder wiederhole. Und ansonsten hätte ich noch vorgehabt, ein abschließendes Video zu machen mit Feedback und wo ich halt einfach ganz allgemein darüber spreche, was mir an der Beta gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, wie ich das Spiel einschätze, was meine persönlichen Gedanken sind dazu. Also ganz, ganz subjektiv. Nichts mit Objektivität, was ich persönlich empfunden habe. Ich denke, das muss auch mal sein. Manche Leute schätzen, glaube ich, meine Meinung. Auch wenn ich nicht weiß, wer diese
beschränkten Leute sind, aber es gibt angeblich welche, die auf die Meinung von einem Vollidioten stehen und naja, egal. Im Endeffekt, also, was haltet ihr davon? Wollt ihr, dass das Video dann größer wird, wo ich ganz allgemein vielleicht auch in ein, zwei, drei Teilen darüber spreche, über allgemein Feedback zur Beta, was denke ich, wird es sich durchsetzen gegen andere Games? Oder soll ich das nur kurz in einem Video abhandeln und das war's? Seid ihr vielleicht angekotzt von Guild Wars 2? Wollt ihr das nicht mehr sehen? Wollt ihr vielleicht im Gegensatz noch mehr sehen zu Guild Wars 2? Denn ich habe mir vorgestellt zu den ganzen Videos wie Get to the Keyboard, stellt sich der Community dann im Hintergrund Guild Wars 2 zu verwenden. Was soll ich tun? Schreibt es mir auf jeden Fall in den Kommentaren, schlagt es vor, wie ihr es möchtet. Zum Abschluss, wie gesagt, zu diesem Video, das war zum Challenge-Ingenieur. Ich hoffe, ich konnte meine Gedanken dazu äußern. Tut mir leid, falls die ein wenig unstrukturiert waren, aber so war auch im Endeffekt mein Eindruck vom Ingenieur. Ein wenig unstrukturiert. Ich weiß nicht, wofür der stehen soll oder welche Rolle der füllen soll. Er kann verteidigen, ja, sicherlich. Aber normalerweise stelle ich mir eine Verteidigerklasse so vor, dass sobald sie aufgebaut ist mit all den Verteidigungen, die auch locker zwei Leute aufhalten kann. Hier hat man sogar gegen einen einzigen Probleme, was mich zum Nachdenken bringt, denn wie soll man sonst verteidigen, falls man schon mit einem einzigen Spieler Probleme hat, weil man einfach nicht genug Schadensoutput hat? Vielleicht liegt es daran, dass ich die Klasse nicht spielen kann, weil ich nur 2 Minuten Zeit hatte, sie zu lernen. Auf Level 80. Das kann auch sein. Es kann sein, dass ich sie komplett falsch gespielt habe. Aber das hieß ja, dass Leute, die mit EPVP machen, sie auch erst lernen müssen. Das heißt, für Anfänger wäre sie nicht geeignet. Deswegen denke ich, dass Char Ingenieur so wird, also Ingenieur allgemein, ich hätte halt von Char, weil es halt scheiße. Es gibt entweder super krasse Noobs oder richtig gute Spieler. Ich sehe den Ingenieur nicht als eine Klasse, die im Mittelfeld spielen kann. Also nicht so wie zum Beispiel bei WoW der Mage. Oder bei Es wird teuer zum Beispiel der Bounty Hunter. Der halt auch, falls man ein totaler Kacknoob ist, trotzdem Schaden machen kann, weil er mit zwei, drei Attacken einfach so viel Schaden rausbatzen kann, dass man trotzdem Leute abstauben könnte. Also man muss die Klasse nicht gut spielen können, um mit ihr Schaden zu machen. Was man aber bei WoW von jeder Klasse sagen kann. Bei Es wird Tor eigentlich auch. Aber das Spiel war auch scheiße, egal. Also, ich stelle mir den Ingenieur so vor, dass der nichts im Mittelfeld hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den falsch spielen kann und trotzdem dann Schaden fahren kann. Weil ich spiele den ja ganz offensichtlich falsch. Ich fahre offensichtlich keinen Schaden. Also wäre ich im Mittelfeld, aber es gibt kein Mittelfeld. Also, kein Plan. Das waren meine abschließenden Gedanken. Wie gesagt, sagt mir, was ihr euch wünscht zu dem abschließenden Video zu Guild Wars 2. Mehr Content, weniger Content. Wollt ihr vielleicht einfach nichts mehr sehen zu Guild Wars? Wollt ihr mehr sehen zu Guild Wars? Es liegt an euch. Wir machen das Ganze für euch, nicht für uns. Denn ich habe den Content ja schon gesehen. Ich muss ihn mir nicht nochmal selbst nachsprechen. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten klickt auf die Anmerkungen, die hier noch überall rumschwirren. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Dankeschön fürs Zuschauen. Habt einen guten Abend.